Grüß euch, meine Lieben. Schön, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich noch zu Hause. Und zwar warte ich auf die liebe Niki, bis sie bei mir eintrifft. Weil wir haben halt wieder einiges vor. Unter anderem fahren wir jetzt erst nach Rosenheim. Und dann geht's für uns weiter zu Bam, 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 Löstau. Und ich freue mich schon mega. Ich habe nämlich zu meinem Geburtstag von meinen lieben Arbeitskollegen einen Löstau-Gutschein gekriegt. Und der wird halt, glaube ich, Dinge auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Ja, ich nehme euch halt ein bisschen mit und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, meine Lieben, die Niki ist jetzt, wie ihr seht, bei mir angekommen. Wir düsen jetzt nach Rosenheim. Und dann, habe ich euch ja schon gesagt, fahren wir zu... Was ist los? Entschuldigung. Ich bin schon wieder. Ja, und dann fahren wir ja zu Löstau. Und zwar fahren wir nicht zu unserem gewöhnlichen Löstau nach Forstinning, sondern für uns geht es halt eine Nummer größer, und zwar nach Augsburg. Und da nehmen wir euch halt ein bisschen mit. Also, viel Spaß! Wir zu sechs haben wir jetzt in Augsburg angekommen. Das ist Friedberg bei Augsburg. Und ja, da sieht man schon ein bisschen Löstau. Und dann starten wir jetzt mal. Also, viel Spaß! Wow, wie cool! Schaut mal, wie groß der ist. Das meint man von draußen gar nicht, weil der ja nur auf einer Ebene ist. Dabei zieht sich der ganz schön in die Länge. Also da, wie man reinkommt, hat man rechts gleich die Klamottenabteilung. Reithosen, Jacken, ein bisschen die Kinderkleidung. Genau. Und links ist dann eben die Westernabteilung. Steht schon mal der süße Cowboy und wartet. Und da haben wir dann auch schon die Westernabteilung. Da haben wir dann die ganzen Westernrensen und die Züge. Dann haben wir da die ganzen Knotenhäufter, auf der Seite die Gebisse. Und noch so ein bisschen anders Lederzeug, wie Gurte oder Vorderzeige. Da haben wir nochmal Trensen oder eben die gebisslose Zäumungen. Das ist die Niki. Da haben wir auch noch mal ganz viel Gewand, das ganze Turnierzeug und so Alltagsgewand, Westen, Fließjacken. Pink, pink, pink. Ich liebe einfach pink. Rosa. Da haben wir auch wieder rosa. Ein Traum, sag ich euch. Ah, schaut mal, diesen Eisenstiegel, den habe ich ja in rosa gekauft. Den gibt es da gar nicht mehr. Ausverkauft. Wie süß diese Putzbox ist. Wieder voll mein Farb und sogar mit Material bzw. mit Putzzeug. So eine habe ich mir schon mal überlegt, ob ich die für die Therapie kaufe, also für die Patienten. Mal schauen. Da haben wir auch noch mal so ein bisschen Anbindezeug wie Lead Ropes und so.
Häufter, Häufter und nochmal Häufter. Wer braucht denn eigentlich so viel Häufter, frage ich mich. Dann haben wir da schon mal eine kleine Deckenauswahl. Und da geht's weiter mit den Decken. Wow, schaut mal diese schöne Abschwitzdecken hoch. Oh, ich bin verliebt. Aber Abschwitzdecken brauche ich einfach momentan leider überhaupt nicht. Oh, die ist auch total süß. Herzilein. Das war was für die Fini. Ah ja, da haben wir wieder bei der Pro West. Das ist ja auch die, wo ich schon daheim habe. Die finde ich super. Kann ich nur empfehlen. Und da ist auch die mit den Sternen, die habe ich ja auch schon daheim. Die habe ich letztes Mal gekauft, weil beim Löster war. Oh mein Gott, schaut mal, wie viele Einhörner-Sachen es da gibt. Das ist ja brutal. So viele süße Sachen einfach. Ich glaube, die Niki und ich sind auf jeden Fall im siebten Himmel. Wir lieben ja Einhörner. Und dieses pinke Kissen. Wow, schaut euch mal bitte dieses Häufter an. Das ist doch auch wunderschön. Oh. Das sind allgemein so schöne Farben, finde ich. Schaut, dass diese Größen bei der Fini nicht passen. So eine, da die sonst sofort kaufen. Was ich einfach schon total schön an Eskadron finde, dass die einfach so viel schöne und auch verschiedene Farben haben. Also ich finde, da ist jetzt für jeden Typ was dabei. Also jetzt für mich nicht, weil ich ja Westernreiterin bin, aber zum Beispiel bei den Häuftern finde ich, haben die schon echt eine schöne Auswahl. Ja, wenn es dann dunkel ist, dann können die Niki und die Lisa auch mal wieder heimfahren. Auf was ihr euch auch noch freuen könnt, ist, wir haben nämlich eine Challenge gedreht. Eine 50-Euro-Challenge. Die wird auf jeden Fall auch demnächst online kommen. So, meine Lieben, wir sind fertig mit Shoppen. Die Niki ist gerade dabei, ein bisschen einzupacken. Ich habe meinen eigenen Sattel auf den Buckel geschafft. Ich reite die Niki jetzt dann heim. Wie lustig. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja. Weil ich mir gerade so rumgeschnuppt habe. Genau, und jetzt packt man noch unser ganzes Zeug ein und dann geht's für uns wieder nach Hause. Ja, ihr Lieben, wir Zesenkins haben wir bei mir wieder angekommen. Wir deren, wie sie vielleicht manche schon ein bisschen Dinge kennen, jetzt noch ein bisschen DVD schauen und verabschieden uns hiermit bei euch. Der Niki, ihren Kanal verlinke ich euch wieder in die Infobox. Da schaut's auf jeden Fall unbedingt vorbei. Ja, den dazugehörigen Löstau Haul, den gibt's diesmal auf der Niki, ihrem Kanal. Also schaut's auf jeden Fall dort vorbei. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Pfiat euch! Servus!